Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Und ja, wir schlachten uns schon durch Runde 35. Ich weiß gar nicht, wie lang die anderen Let's Plays gingen. Ja, ich glaube auch, weil das zieht sich doch schon eine ganze Weile hier. Obwohl ich nicht mehr stärker werden kann, schafft es du nicht, uns da oben zu besiegen. Ja, der Grüne, der macht nicht mit. Es wird wahrscheinlich alles sein. Ja, das ist nämlich das Problem halt. Also man muss halt einfach wirklich so sagen, an dieser Stelle halt einmal so angekommen. Es ist, wie soll man sagen, es ist fast unmöglich, den Erebor gegen zwei im Grunde genommen einzunehmen. Muss man einfach im Grunde genommen halt so sagen. Es gibt noch eine kleine Möglichkeit, die ich halt im Grunde genommen sehe. Das bedeutet, wenn ich jetzt theoretischerweise meine Heldenarmee einmal hochziehen würde, also meinen Drachen hochziehen würde, und das wäre noch eine Möglichkeit, wenn man das halt so möchte, die als erstes reinschicken, dann noch eine Unterstützung. Dann hat man vielleicht noch gegebenenfalls die Möglichkeit, mit einer voll ausgestatteten Armee irgendwas dort zu reißen. Aber man merkt halt immer wieder im Erebor, wie schnell halt der gelbe NPC halt irgendwelche Einheiten hat und woher auch immer die kommen. Also ich laufe ja nur dort hoch und der hat schon Einheiten gehabt. Ich weiß nicht, wie er die ausbildet. Naja, das ist halt eine Festung, ne? Merkwürdig. Ja, das verstehe ich halt natürlich auch. Aber wie schon gesagt, hatte vorhin ja, als ich an einer der letzten Runden angegriffen hatte, waren auf einmal wieder vier Einheiten auf einmal wieder da. Und das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Oh, wobei jetzt hat er nur noch eine Horde Ork-Krieger dort stehen. Irgendwie, das ist auch ganz, ganz komisch manchmal. Auf der anderen Seite steht halt links oben die Elrond-Armee und die bewegt sich da halt nicht. Ich werde da gleich mal nochmal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann, dass sie sich ein bisschen bewegt. Mal gucken. Ich habe eine kleine Idee. Mal schauen. Okay, Elrond, dann halt würde ich sagen, geht's weiter in 3. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal nicht in 3, 2, 1, sondern wir gehen in die Phase beenden, genau. Die Folge läuft nämlich schon. Also, los geht's. Phase beenden. Sehr schön. So. Der Drache unten hat sich zurückgezogen. Ich muss mich leider auch zurückziehen. Aber ja, gut, das habe ich fast erwartet. Zurückziehen. Vom Dü. Nicht vorn Dü, sondern vom Dü. So. Nun gut, ich würde mich mal machen ein bisschen was und dann sehen wir weiter. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, ehrlich gesagt, auch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen soll. Das Problem ist, Dü kommt jetzt von hier. Mit Sicherheit. Mit 100%. Wie ist das denn passiert? Naja, es ist passiert. Dü kommt jetzt mit Sicherheit von hier und wird da sehr wahrscheinlich auch angreifen. Aber der kommt jetzt hier hoch. Also ich glaube, dass du jetzt hier runterzieht und hier angreift und hier hochkommt. Ich werde hier weiter verteidigen in der Hoffnung, der Gelbe ist ja mit dabei, dass das dann irgendwie funktioniert. Werde sogar, was ich habe, einen Bogenschützen rüberstellen. Kann ich auch neue Bogenschützen machen? Ja. Ich brauche auf jeden Fall wieder Bogenschützen, weil der Bogenmann mich gebogen nicht hat. So, hier baue ich auch neue Einheiten. Weil ich es kann und muss. So, und da der Plan hier oben ja irgendwie nicht so gut funktioniert hat, wird es wohl so sein. Ja, nee, ich wage da jetzt keinen Angriff mehr. Das war doof. Es hätte klappen können, hat es aber nicht. Den hier rüber. Komm. So. Und den hier runter. Hier runter. Sehr schön. Okay, und Kankra, die greift einfach hier an. So, soweit erledigt. Den lassen wir. Hier ziehe ich mich zurück. Denn das wird nicht funktionieren. Ich glaube, den kann ich im Prinzip auch wobei, ich lasse ihn laufen. Vielleicht kommt es ja doch an. Aber ich glaube mal, der wird ja hier hinten angekommen. Ich habe hier hinten auch noch ein Dings gebaut. Naja, toll. Ist egal. Wir müssen jetzt so durchkommen. Ich baue hier natürlich weiterhin Einheiten. Aber die werden mir nichts nützen, fürchte ich. Denn es ist halt so. So, Dü muss hier oben irgendwann auch mal wieder einen Angriff wagen. Aber bis jetzt, ja, tut sich da nichts. Der Grüne hält sich verdammt zurück, muss man echt sagen. Der denkt sich auch bestimmt, ja, wenn sich drei Böse schreiten, freut sich der Vierte. Oder so ähnlich. Aber es sind Elben halt, ne? Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Das ist ja immer so. So, was mache ich mit dem Drachen? Verteidige ich hier? Gehe ich runter? Ich glaube, ich verteidige mal. Nein, ich verteidige nicht. Wenn der hier jetzt rüberzieht, ist die Kacke am Dampfen.
gucken wir mal. Ob das was wird, ich bin gespannt. Nun gut, ich würde sagen, das sind jetzt meine Züge. Und im Zuge dessen habe ich alles hier oben, den kann ich nicht ziehen. Das heißt, ich könnte schon, wird aber nicht viel nützen. Einzige, was ich machen könnte, gegen Kankra ziehen, aber das bringt mir jetzt ja auch nichts. Die wird auch schon Level 10 sein, vermutlich. Insofern wäre ja Unsinn, da unsinnig Leute hinzukriegen. Na gut. Dann gucken wir mal. Phase beenden. Ja, Phase beenden. Ne? Ja, der ist gezogen, die ist gezogen. Die Einheiten bauen, wo sie können. Im Prinzip könnte ich eigentlich sagen, hier nehme ich den hier. Ne, hier habe ich so viele Einheiten reingehauen. Ne? Nehme ich den mal raus. So, und baue stattdessen hier noch ein. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Wir werden sehen. Wahrscheinlich zieht der hier aber runter oder was weiß ich. Wir werden sehen. Also, Phase beenden. Ich bin mal gespannt. Ja, dann wird der hier wieder platt gemacht. Es gibt eine Schlacht in Minas Morgul und eine Schlacht am Schicksalsberg. Das ist das Einzige. Hier habe ich mich zurückgezogen, wohlweislicherweise. Ich habe nichts anderes erwartet. Du wirst wahrscheinlich versuchen, jetzt hier mein Gebiet aufzureiben, um mich da oben rauszukriegen, um dann am Ende zu siegen. Das wird ihm vermutlich auch gelingen, wenn wir nicht irgendwie schaffen, zurückzukommen. Momentan sieht es eher schlecht dazu aus. Aber ja, die Möglichkeiten bestehen natürlich immer. So. Fellbestia gegen Drogov, gegen, ihr wisst schon wen. Und los geht's. So, wartet auf andere Spieler, um Schlachten zu berechnen. Na dann gucken wir mal. So, ich werde natürlich versuchen, wieder den Dü ein bisschen aufzuhalten, während der andere hier unten sich ordentlich aufbaut. So ist der Plan, so wird es geschehen. Das heißt, als erstes schicken wir natürlich Drogov nach oben. Ne? So. Drogov nach oben. Und habe ich irgendwie. Ne, habe ich nicht. Das macht nichts. Dann bauen wir hier jetzt eine Festung hin. So. Hier so. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2. Das bist du. Du baust hier irgendwas hin. So. So, ihr seid erstmal da. Und hoffe, dass das klappt. Und ihr... Nein, das machen wir nicht. So, 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 so. So. Und so. Okay. Ich glaube, ich rieche den Feind. So, okay. Also wieder durchziehen und wieder irgendwie versuchen, die Kacke hier zum Dampfen zu bringen. Das neue Gebäude ist fertig. Lelelelelelele. Da. Da. Wir werden angegriffen! Hat nicht wirklich funktioniert. Aha. Dann hier. Haltet euer Werkzeug. Dann werden wir hier natürlich auch weiter ausbauen. Hier oben. Ja, wir nehmen als nächstes uns das hier vor. Dann das hier. Das hier. Dann das hier. Dann das hier. Und dann das hier. Und dann. So, so, so. Okay, den haben wir. Der nächste. Dieses hier. So, achso, das Gebäude ist fertig. Ich sollte vielleicht mal auch, glücklicherweise bin ich ja heute mal nicht alleine. Ihr wisst, was zu tun ist. Die Festung ist bereit. Hier drauf. So, einmal dahin. So, Festung ist bereit. Ich bin natürlich noch nicht bereit. Ich mach mal so. Mach dich nützlich.
Gebäude ist fertig. Lalalalalalala. So. So, okay. Dann als nächstes du hier. Das Gebäude ist fertig. Und du, 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 du. Das Auge so, der macht erstmal hier. Ich kann ja erstmal hier noch ein bisschen weiter ausbauen. So. Was? Du auch hier. Mach so. Dich nützlich. Okay. So, das Gebäude ist fertig. Dann wird es jetzt auch mal Zeit, dass ich mal irgendwas baue hier, was mich ein bisschen stärker macht. So. Macht euch wieder an die Arbeit! Ja. So, hier hin. Nützlich. Wo greifst du an? Na ja, okay. So. Jawohl, eine neue Kluft. Wir bauen natürlich auch noch sowas hier und dann bauen wir in der neuen Kluft mal erstmal die hier. Damit wir da auch mal durchkommen, wenn es nötig ist. Das ist doch alles wunderbar. Das Gebäude ist fertig. Wir haben eine neue Höhle. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. So, sehr schön. Okay, wir haben eine neue Höhle, wir machen mal hier weiter. So. Wir sollten vielleicht auch mal hier, so. Der Höhlentroll, der kann sich mal hier mit betünen. Das wird ja sonst ewig dauern, ja. So. So. So, soweit so gut. Der Drache ist noch nicht durch. Der Feind! Der so, schwach. Na? Die Giftbeutel sind bereit. Die Spinnen haben ihr Nest. So. Okay. Wir haben noch einen Rücken, die Arbeit. Okay, also hier hin. So, ihr Höhlentrollis, wo seid ihr, ihr Trollos? Wir werden angegriffen. Du gehst da hoch. Dann gehst du da rein. So, das müsste eigentlich reichen.
So. Und das Teil hier. Okay, dann gehen wir noch dahin und dann holen wir mal die Katapulte weg. Und so. Ja, wir haben sehr viel zu tun. Ich muss nur irgendwo mal was bauen können. So, hier zum Beispiel. Tolle Sache. So, das Gebäude hier wieder abreißen. Und dann können wir ja mal hier. Oder wollen wir erst abreißen? Komm, wir reißen erst ab. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Lululululul. Dann werden wir die hier mal so. Das neue Gebäude ist fertig. So, und dann hier. Und hier. Und dann einfach mal hier. Zieh dich mal zurück. Ja, die hauen aber auch drauf. Die hauen aber auch drauf, die Säcke. Na gut, dann holen wir Drogov natürlich als allererstes wieder. Der ist doch nicht unschlagbar. Und wir sollten jetzt uns auch endlich mal darauf konzentrieren, da ein bisschen Action zu machen. So. Ja, genau. So, okay. Während der Gelbe darüber geht, gehe ich mit meinen Orkis mal dahin. Was machen wir jetzt? Du willst sicher auch mal ein Schatzlager bauen. Das können wir immer mal gebrauchen. Und du baust natürlich weiter Rohstoffgebäude. Sehr schön. So, ihr baut euch jetzt langsam auch. Und geht mal vor. Also ihr nicht, eigentlich. Ich bleibe auf Defensive. Ist okay. Der Feind greift uns an! Guck mal, hier oben so was ist. So, ein Gebäude hat er ja schon eingenommen, der Gute. Das Gebäude ist fertig! Wir haben einen Höhlentroll erschaffen! Noch mehr Ork-Krieger! Bereit! Zum Lager! So. Die Drache, lauf! Der Drache, das war so erwartbar. Sammeln! Beeilt euch! So, ihr auch, hoch zu. Lager. Wie lange ist der Drache da? Immer noch lang genug? Wir werden angegriffen. Nicht so schön. Ey. Natürlich wieder ordentlich. So, gucken wir mal, was hier hinten so los ist. Können wir ja auch mal den Drachen beschwören. Brennt es nieder. So, dieses Tor hier könnte eigentlich mal weg. Lalalala, der Drache unten müsste ja schon weg sein.
Kann er nicht gegen das Tofu gehen? Na sowas. Das Gebäude ist fertig. Na sowas, das dachte ich aber. Mach das hier platt, wenn es das nicht geht. So. Das neue Gebäude ist fertig. Ja. Sie sind so weit weg. So, mein neues Gebäude steht. Ich brauche natürlich noch ein weiteres neues Gebäude, nämlich hier mal eine Festung, weil es nötig ist. Wir wären dann fertig. Für den Fall, dass die hier platt gemacht wird. In der Zwischenzeit, ja, Droger fehlt. Wir haben viel zu tun. So. Ihr wisst, was zu tun ist. Was für Röten hier? So. Warum kann Drogov eigentlich nicht beschworen werden? Ich müsste eigentlich genug an anderen Sachen haben, aber naja, gut, okay. Wollen wir mal nicht drüber nachdenken. Lassen wir es mal so gelten. Ach, das war ein bestimmter Olifant mal wieder, der beschworen wurde. Ja, da kommt Olifanten. So. Hey, Baumeister, an die Arbeit. Sehr schön. Ein Baumeister. Dieser Baumeister, der hat erstmal hier natürlich wieder ein bisschen aufzuforsten. Und zwar Dingens. Oh, spinnen kann ich. Spinnen könnte ich. Spinnen lasse ich erstmal. Aber hier unten habe ich auch das Schatzlager. Das könnte ich auch mal. So, so, so. Damit wir da mal auch mal ein bisschen weiterkommen. Der große Drache ist hier. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was da drüben bei Dü los ist. Lalalala. Ja. So. Gut, wir haben die Festung gewonnen. Puh. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle ist dann auch die Folge vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Tschüss.